Bock auf Mantua? Klar. Einsteigen. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind jetzt in wenigen Sekunden auf dem Weg zur Strecke. Und da machen wir dann, warten wir, bis ich dran bin. Ich habe nichts zum Katzen. Ich habe eine Bombe. Ich würde sagen, keiner kauft sich mehr so einen Eisschneider. Guck dir das an. Stark. Ui. Junge, das macht Laune. Doch noch einer, du, da haben wir aber Glück gehabt, sind wir tot gerade noch mal so von der Schippe gesprungen. Extrem lange Anfahrt auch zur Strecke. Mhm. Sind übrigens da. Geil, wie ich mit meinem Wässerchen ankomme, oder? Was Bock? Meine Finger frieren gleich ab. Geht. Geht so. Chat für geiles Motorrad. We'll be right back.
Ja, Wochenende ist vorbei, oder Eintagesveranstaltung ist das ja nur. Erster Lauf fing an mit einem richtig, richtig guten Start. Ich war fast Erster, auf jeden Fall Top 3, bin aber weggerutscht in und habe extremen Grip verloren und dann komplett nächste Kurve außen gewesen. Erste Runde total vermasselt und dann irgendwo 20. rum gewesen und dann langsam nach vorne gefahren. Viele Leute überholt, auch wieder viel gelernt und ja, 9. war ich dann zum Schluss und ja, was natürlich ein bisschen blöd ist, ist, dass der zweite Start dann mit den 20 besten MX2-Fahrern ist und dann den 20 besten MX1-Fahrern und ich 9. war, also als 29. konnte ich erst ans Gatter. Stand dann sehr weit außen, hatte aber trotzdem einen relativ soliden Start in Top 10, bin dann Stück für Stück nach vorne gefahren, hatte ein paar heiße Fights mit ein paar Kollegen und bin dann am Ende 7. noch geworden, letzte Runde noch überholt worden. Fuchst mich natürlich immens. Und aber sonst kann ich nichts sagen, ich bin zufrieden mit meiner Leistung und nächstes Wochenende geht's weiter in La Capelle in Frankreich zum letzten Vorbereitungsrennen.